An den Rollstuhl gefesselt ist Maren, seit sie aus dem abgeschalteten Skilift gesprungen ist. War es die heimtückische Rache eines abgeblitzten Verehrers? Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Herr Stölzler, wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen schwerer Körperverletzung. Und das ist ein Verbrechen. Und deshalb ist das Schöffengericht heute zuständig. Und die beiden Schöffen werden gleichberechtigt und zusammen mit mir das Urteil fällen. Die Staatsanwaltschaft wird vertreten von Herrn Staatsanwalt Römer. Und als Ihr Verteidiger ist Rechtsanwalt Loskamp erschienen. Zunächst zu Ihren Personalien, Herr Stölzler. Sebastian heißen Sie mit Vorname? Ja. 17. Juni 1976 in Stuttgart geboren. Ja. Leben jetzt aber in Oberarrestorf, sind ledig, keine Kinder. Ja, richtig. Und von Beruf? Ich arbeite am Skilift. Mhm. Als Angestellter. Ist das ein Lehrberuf? Haben Sie was anderes noch gelernt? Oder? Ich bin Elektriker, ja. Mhm. Und was verdienen Sie monatlich netto in etwa? 1.800 Euro. Mhm. Vorbestraft sind Sie nicht? Nein. Die Anklageschrift bitte, Herr Staatsanwalt. Dem Elektriker Sebastian Stölzler wird Folgendes zur Last gelegt. Am 18. Januar 2002 überwachte der Angeklagte von der Bergstation Hochauberg aus den Sessellift nach Oberarresdorf. Gegen 16.30 Uhr stieg Maren Gellner als letzter Fahrgast in den Sessellift. Um sich an ihr zu rächen, meldete der Angeklagte der Talstation, dass keine weiteren Passagiere in Richtung Tal unterwegs seien. Daraufhin wurde von der Talstation aus der Lift abgeschaltet. Nachdem Maren Gellner fast 3 Stunden lang in 2,90 Meter Höhe vergeblich auf Hilfe gewartet hatte, sprang sie aus dem Sessellift und landete dabei so unglücklich auf einem Stein, dass sie heute querschnittsgelähmt ist. Sebastian Stölzler wird daher wegen schwerer Körperverletzung angeklagt, Verbrechen strafbar gemäß § 226 StGB. Vielen Dank, Herr Staatsanwalt. Herr Rechtsanwalt Loskamp, wird der Mandant sich äußern? Er möchte sich zur Sache einlassen, ja. Herr Stölzler, Sie haben es ja gehört und die Anklageschrift kennen Sie sowieso schon. Vorher ist es ja schriftlich zugestellt worden. Also das ist alles absoluter Quatsch. Da stimmt, da ist gar nichts wahr. Also es ist tragisch, was passiert ist, ganz klar. Aber ich habe Marin als letzten Gast beim Martin per Funk unten im Tal durchgegeben. Und also mir trifft absolut keine Schuld. Gerade dieser Martin Schärpe, den habe ich auch noch als Zeugen geladen, der sagt, Sie hätten das eben nicht getan, die Maren nicht gemeldet. Der kann behaupten, was er will. Also, er ist ein Läufer, das verantwortlich, was da passiert ist. Ich habe per Funk durchgegeben, dass Maren einsteigt. Und wenn er den Lift abstellt, ich kann da nichts dafür. Naja, Sie hatten 2 Tage vorher ja eine Auseinandersetzung mit ihr. Das hat die Frau Gellner zumindest bei der Polizei gesagt. Und sie vermutet ein bisschen, dass das dahinter steckt, dass sie da sich an ihr rächen wollten. Also von Rache ist da keine Rede. Aber einen heftigen Streit gab's. Nee, wir haben halt festgehalten in der Tannenhütte und haben ein bisschen was getrunken, Spaß gehabt. Ja, und ich weiß nicht, wieso das jetzt behauptet. Also von Streit war da keine Rede. Mhm. Mhm. Ja, ist es schon mal vorgekommen, dass der Lift ausgeschaltet wurde, auch wenn jemand drin saß noch? Ich glaube einmal, aber normalerweise passiert sowas nicht, weil wegen dem sind wir ja da, dass sowas genau nicht passiert. Da gibt es ja Mechanismen für, Sicherungsmechanismen, nicht wahr? Ja, genau. Ja. Also ich habe mir nichts vorzuwerfen, ganz klar. Dann hören wir die Zeugen jetzt mal nacheinander an, wenn keine weiteren Fragen sind. Mit Frau Gellner fangen wir an. Maren Gellner, bitte. Und Sie, seien Sie so nett, nehmen Sie neben Ihrem Verteidiger Platz. Dankeschön. Frau Gellner, ich habe Sie hier als Zeugin geladen und Sie wissen, dass er bei Gericht die Wahrheit sagen muss. Ja. Frau Gellner, Sie heißen Maren mit Vornamen. Ja. Sie sind 24, von Beruf. Ich war Krankengymnastin und Skilehrerin, bis der Unfall passiert ist. Sie wohnen jetzt in München und Sie sind mit dem Angeklagten nicht verwandt und nicht verschwägert. Nein. Frau Gellner, Sie sagen, Sie haben ja auch Anzeige erstattet, sei verantwortlich, dass Sie am 18. Januar im Sessellift vergessen worden sind. Er ist verantwortlich dafür und er weiß es ganz genau. Ich sitze in diesem gottverdammten Ding und alles nur, weil er sich an mir rächen wollte. Du weißt haargenau, dass du daran schuld bist. Mein ganzes Leben ist verpfuscht und alles nur wegen dir. Müll. Ich habe Martin runtergegeben. Dass den Martin? Martin, was kann denn der Martin da dafür? Dass du da drin sitzt. Du hast überhaupt und für Martin sei Verantwortungslosigkeit, kann ich nichts dafür. Wegen dir sitze ich in diesem Ding und werde es mein ganzes Leben lang bleiben. Frau Gellner, er sagt, er hätte dem Martin das ordnungsgemäß durchgegeben.
Er lügt, wenn er den Mund aufmacht. Die ganze Zeit, alles. Wenn du das wirklich getan hättest, ich würde mich in diesem Ding setzen. Also kann ich mal den durchgeben, dass du als letzter Fahrgast eingestiegen bist. Frau Gellner, welchen Grund? Das klingt ja so nach Rache, dass er es absichtlich gemacht hat. Er wollte sich auch an mir rächen. Das Ganze hat 2 Tage ungefähr vor dem Unfall war es gewesen. Wir waren oben am Berg, am Tannenhof, und wir hatten so ein Bergfest. Da kommen alle, die am Berg arbeiten, also die Lüftleute und die Skileute. Und ja, wir hatten eigentlich ganz nett gefeiert. Und wie immer hat er gemeint, er muss den großen Macker spielen und den Macho raushängen lassen. Er kam her und Baby hier und Baby da. Und ach, ich hab, keinen Müll. Du weißt haargenau, wie es war. Ich habe dir die ganze Zeit gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen. Nichts hast du gemacht, nichts. Und er hat auch noch angefangen, mich anzugrapschen. Dann, ach, ich wusste nicht mehr anders zu helfen. Du weißt genau, warum ich dir eine geschossen habe. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt eigentlich hier im Rollstuhl sitze. Du wolltest dich nur rächen an mir. Das ist eine andere Situation. Ich habe Martin durchgegeben, dass... Du hast überhaupt nichts durchgegeben. Es war dir peinlich vor deinen ganzen Freunden. An deiner Situation kann ich nichts dafür. Wenn du jetzt unzufrieden bist oder wenn es dir jetzt scheiße geht, dann brauchst du nicht auf mich ab. Warum geht es mir scheiße? Ja, warum sitze ich in diesem Ding wegen dir? Wechsel Martin. Ja, wegen dem Martin. Der kann überhaupt nichts dafür. Auf den Martin kann man sich wenigstens verlassen. Ja, das sehe ich. Ja. Frau Gellner, am 18. Januar ist ja das gewesen. Ja. Schildern Sie mal die Situation. Also es war gegen 16 Uhr. Ich hatte Skikurs wie immer. Und in den letzten 5 Minuten habe ich mir einfach meinen linken Knöchel so ein bisschen verstaucht. Ich habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt ins Tal mit den Skien runterfahre, dann ist das bestimmt nicht so gut, weil ich habe am nächsten Tag wieder Skikurs. Und habe mich dann entschlossen, ausnahmsweise mal mit dieser Sesselbahn da runterzufahren. Und ich bin zum Sessellift rüber. Und ich habe dir auch noch erzählt, dass ich mir meinen Knöchel verstaucht habe, weil du mich noch gefragt hast, warum fährst du denn nicht mit den Ski runter? Und dann habe ich es per Funk durchgegeben. Du hast nichts durchgegeben. Ich habe nichts gehört. Ja, wie willst du es hören, wenn du schon im Lift sitzt? Sie sind dann also runter. Ja, ich saß in dem Sessellift. Und auf einmal hatte das Ruckeln angefangen und ist stehen geblieben. Und ich bin dann erschrocken, klar, und habe mir dann gedacht, okay, er bleibt ja manchmal stehen, wenn jemand Probleme hat beim Ein- und Aussteigen. Aber normalerweise fährt er dann weiter. Und er ist nicht weitergefahren. Und nach kurzer Zeit war mir dann eigentlich auch schon klar, dass er mit Absicht abgestellt worden ist. Und ich wusste einfach nicht, was ich machen soll. Ich habe geschrien und gerufen und niemand hat mich gehört. Niemand. Und dann sind Sie da runtergesprungen. Ja, ich wusste mir nicht mehr anders zu helfen. Es war fürchterlich kalt. Es war ja schon 19 Uhr ungefähr. Ich war ja schon knapp 3 Stunden in diesem Sessellift gesessen. Es war dunkel, ich habe gefroren. Ich musste einfach springen. Mir blieb überhaupt nichts anderes. Sonst wäre ich wahrscheinlich die Nacht da drin erfroren. Wie hoch war es da? Es ist schwer zu sagen, wenn man da oben sitzt. Also ich sag mal 2,90 Meter, 3 Meter ungefähr. Mhm. Und außerdem, ich konnte ja überhaupt nicht ahnen, dass da unten ein Stein war. Es war alles weiß. Und ich habe gedacht, okay, wenn ich da jetzt runterspringe, dann lande ich weich und dann komme ich irgendwie nach Hause. Also zu sehen war da nichts? Nein, natürlich war nichts zu sehen. Sonst wäre ich ja überhaupt nicht da runtergesprungen. Bei diesem Sprung aus diesem Sessellift haben Sie sich ja diese schweren Rückenverletzungen zugezogen. Schlichtweg eine schwere Fraktion zwischen 3. und 4. Lendenwirbelkörper, massive Beteiligung vom Rückenmark und stationäre Behandlungen, Reha, alles hinter sich oder sind noch dabei jedenfalls. Es wird sich nicht verbessern, so jedenfalls im Moment nach dem derzeitigen medizinischen Stand der Dinge. Ich werde mein Leben lang in diesem Ding sitzen und das alles nur wegen dir. Du spinnst weil doch. Du dich an mir rächen wolltest. Das ist ja Martin seine Schuld. Der ist schuld, dass du im Rollstuhl sitzt. Der ist schuld, klar. Du bist total unschuldig. Wer hat sie gefunden? Es kam dann irgendwann ein Pistendienst und die haben mich dann ins Krankenhaus gebracht. Und dort habe ich dann auch erfahren, dass ich mein Leben lang in diesem Rollstuhl sitzen muss. Und mein jetzt willst du auf mich schieben, bloß wegen dem. Mein ganzes Leben ist verpfuscht. Und das alles nur wegen dir. Ja, jetzt schiebst du auf mich, oder? Du weißt genau, das Schief von meinem Leben war. Es war alles, was ich hatte. Und ja. Du? Und dann brauchst du das alles auf mich jetzt abschieben. Tja. Noch Fragen an die Zeugin? Danke. Im Moment nicht. 61 CV2 bleibt als Geschädigte unbeeiligt. Dann hören wir mal den Martin Scherber an, der unten an der Station war. Herr Scherber, bitte. Seien Sie so nett, seien Sie der Frau Geller noch mal behilflich. Danke. Herr Scherber, ich habe Sie hier als Zeugen geladen und Sie wissen, dass man bei Gericht die Wahrheit sagen muss. Ja. Herr Scherber, Sie heißen mit Vornamen Martin. Ja. Sie sind 30 Jahre alt, Angestellter einer Sessellift-Station.
wohnen in Oberarisdorf und sind mit dem Angeklagten nie verwandt und nie verschwägert. Ja. Herr Scherber, Sie sind ein Arbeitskollege von Herrn Stölzler und Sie arbeiten ja an der gleichen Liftanlage. Ja, wir arbeiten an der gleichen Liftanlage. Bloß wegen dem Vorfall sind wir jetzt momentan freigestellt. Gott sei Dank. Alle beide? Alle beide. Normal ist so, dass ich unten arbeite und er oben. Das wechselt auch manchmal, aber an dem Tag war es so. Ja, Sie wissen ja, um welchen Tag es geht. Um den 18. Januar. Hm. Sie waren unten? Ich war unten. Vielleicht mal vorsorglich belehren nach 55. Herr Scherber, ich habe Sie ja hier als Zeugen geladen. Ja. Und Sie wissen, uns mal als Zeuge immer die Wahrheit immer sagen die Wahrheit. Muss. Nur wenn man sich selbst belastet, ist ja hier möglich. Ja? Kann ich nicht. Ich ja, wenn man nur, wenn man, ich sage Ihnen nur vorsorglich, wenn man sich selbst belastet, wenn man die Wahrheit sagt, ja, dann darf man schweigen. Nur lügen darf man zu keiner Nein. Zeit. Er hat gar keinen Grund zu lügen. Ja, ja. Vielleicht hat er den doch. Lass es uns mal machen hier. Sie haben, wie geht das eigentlich normalerweise? Wie wird dann geschlossen, die Station? Also es ist so, wir machen normalerweise um 16.30 Uhr Feierabend. Ja. Dann gibt mir der Sebastian per Funk durch, ob noch jemand kommt. Und das habe ich auch an dem Tag gemacht, dass du hast es nicht gemacht. Das hat er auch an dem Tag gemacht. Und da ist auch noch einer gekommen, das war ein Wanderer. Den hat er mir auch angekündigt als Wanderer. Und von der Maren hat er kein Wort gesagt. Natürlich nicht. Und du hast mich da oben sitzen lassen. Ne? Und dann ist niemand mehr gekommen und dann habe ich den Lift ausgeschaltet und habe die Abrechnung gemacht, wie wir es immer machen. Du musst halt zuhören, wenn ich dir was sage. Ja, du hast von der Maren den Job nichts gesagt. Ich habe jetzt schon ziemlich lange verantwortungsbewusst gemacht. Und auch an dem Tag hat er dir gesagt, dass die Maren als letzter Fahrgast eingestiegen ist. Was hat er Ihnen denn gesagt? Also sein Wortlaut war genauso ein muffeliges, wie er es immer macht, wenn es um Frauen geht, wenn wir Krach darüber gekriegt haben. So ein muffeliges, einer kommt noch. Und einer kommt noch? Einer kommt noch. Einer. Was lügst du jetzt? Und dann ist genau noch einer gekommen und es war dann dieser Wanderer. Es war nicht von einer Frau und nicht von der Maren die Rede. Die Sie ja beide sehr gut kennen. Die wir beide es wäre normal sehr gewesen, kennen. Dass er gesagt ja, hätte... Ja, sicher, selbstverständlich. Nö, das wäre nicht normal gewesen, weil wir gerade gehört haben, wenn er rummuffelt, dann sagt er immer nur so muffelig, einer kommt noch. Ja, im Wortlaut muffelig, aber man versteht schon, was er sagt. Also so nicht, also das dürfen Sie jetzt nicht verdrehen. Ich verstehe gar nichts. Ganz ich zitiere Sie. Sie haben es doch nicht so gesagt. Erlebt davon. Ja. Ja, ja. Nee, ich red kein Mist. Nee. Ihr habt doch deutlich du, und ich kann doch da gesagt, nicht mehr helfen. Dass die Maren als letzter Gast noch eingestiegen ist. Das, was passiert ist, ist fürchterlich und da kann ich dann nicht mehr helfen. Das ist fürchterlich. Ja, genau. Und das ist deine Schuld, weil du zugehört hast. Das ist nicht seine Schuld. Das ist deine Schuld. Sei so viel Mann, wie du sonst bist, dann steh dazu. Bei mir rechnen für die Watschen. Das war alles. Schwätz doch kein Mist. Tja, noch Fragen an den Herrn Scherber? Danke. Mir ist das klar. 61 Ziffer 5. Nichts ist klar, ich habe gar nichts gemacht. 61 Ziffer 5. Vielen Dank, bitte nehmen Sie an der Seite Platz. Noch Anträge? Danke. Dann schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt. Hohes Gericht, ich denke, den Ausschlag gibt heute jemand, der überhaupt nicht da ist. Das ist nämlich dieser Wanderer, den es ja gegeben hat. Und die Tatsache, dass es den gab, meine ich, macht die Version des Angeklagten, wie er uns hier verkauft hat, unglaubwürdig. Er hat den Wanderer gesehen, das hat er uns gesagt. Er hat aber auch die Maren gesehen, die in einigem Abstand ebenfalls in diesen Lift einstieg. Und wenn dann von unten die Frage kommt, kommt noch einer, dann ist die einzig richtige, weil logische Antwort, ja, es kommen noch zwei oder es kommt noch irgend so ein Typ und dann kommt die Maren oder es kommen noch zwei Leute. Aber nicht einer kommt noch. Das geht nicht. Warum unterschlägt er denn auf einmal diesen Wanderer? Da gibt es überhaupt keinen Grund vor. Ich will noch sagen, warum. Er hat ihn nicht unterschlagen. Er hat genau das gemeldet, was der Zeuge gesagt hat. Einer kommt noch, nämlich der Wanderer. Unterschlagen hat er die Maren. Und das Motiv war auch ganz klar. Zwei Tage vorher ist es da zum Eklat gekommen. Das müssen Sie natürlich schwer nehmen als Naturbursche vor allen Leuten. Wenn die Verteidigung meint, das stimmt nicht, kann sie bitte noch beantragen, andere Zeugen zu hören. Die werden das bestätigen, dass es diesen Vorfall gegeben hat. Also an der Stelle lügen Sie auch schon. Das war eine Körperverletzung, die da in der Kälte hängen zu lassen. Und wenn sie dann runterspringt, weil sie sich nicht anders zu helfen weiß, ist Ihnen das auch strafrechtlich zuzurechnen, wenn es so eine schwere Folge gibt. Das ist § 226 StGB. Und ich denke, ein Jahr Freiheitsstrafe zur Bewährung ist das unterste. Danke. Mit Bewährung. Herr Rissewald, Loskamp. Danke sehr. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt. Ganz so einfach ist es nicht, wenn wir uns die Geschichte angucken. Es sieht nämlich vielmehr so aus, dass der Herr Staatsanwalt jetzt meinem Mandanten
unterstellt, er hätte einen Fahrgast unterschlagen. Das ist aber gar nicht richtig, weil logischerweise, als die Marien eingestiegen ist, war dieser besagte Wanderer ja schon eine ganze Weile wohl unterwegs. Er konnte also gar nicht wissen, ob der schon unten ausgestiegen ist und von dem Lift An- und Ausschalter schon gesehen worden war. Der Mann funkt nach oben, die Marin ist gerade eingestiegen, er gibt den letzten Fahrgast durch und sagt, muffelig, wie er vielleicht dann ist, vielleicht auch im Dialekt, einer kommt noch. So, damit meinte er die Marin, damit meinte er nicht den Wanderer. Der Wanderer war ja schon längst weg. Und deshalb, meine ich, liegt der Herr Staatsanwalt hier völlig falsch, wenn er meint, es gibt ein Motiv und diese Sache hätte dafür ihm genügt, um die Frau nach Möglichkeit im Lift sitzen zu lassen. Darüber hinaus, die Sorgfalt obwalten lassen muss derjenige, der unten am Schalter sitzt. Der muss nämlich dafür sorgen, dass der Lift tatsächlich leer ist und muss eventuell nochmal nachfragen, ob noch jemand oben zugestiegen ist oder muss den Lift einmal durchlaufen lassen, um zu gucken, ob noch eine Gondel mehr besetzt worden ist. Er hat nämlich nicht nochmal nachgefragt, sondern hat einfach das Ding abgestellt. Und er oben musste davon ausgehen, dass er abgewartet hat, bis der letzte Fahrgast, nämlich die Marin in dem Falle, auch unten ausgestiegen war. Deshalb trifft ihn auch keine Schuld an diesem tragischen Unglück. Und deshalb ist er hier frei zu sprechen. Vielen Dank, Herr Rechtsanwalt Loskamp. Sie haben das letzte Wort, Herr Stölzler. Also wie gesagt, ich habe jetzt die Arbeit schon ganze Zeit lang gewissenhaft und verantwortungsvoll gemacht. Und auch an dem 18. Januar habe ich mir nichts vorzuwerfen. Ich bin unschuldig. Ich unterbreche die Verhandlung und ziehe mich mit dem Schöffen zur Beratung zurück. Im Namen des Vorgesehen geht folgendes Urteil. Der Angeklagte wird wegen schwerer Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten verurteilt, ausgesetzt zur Bewährung und erträgt die Kosten des Verfahrens. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Herr Stölzler, wir glauben Ihnen nicht. Und ich will auch versuchen, es Ihnen zu begründen. Sie haben gesagt, ausdrücklich, so haben Sie es hier gesagt, Sie haben durchgegeben, die Maren kommt noch. Also nicht einer kommt noch. Maren selber hat es nicht gehört. Mag ja auch sein, weil sie vielleicht schon eingestiegen waren, kann man ja auch später kommen. Hier, da Martin hat gesagt, auf seine Frage von unten, sei bei Ihnen, muffelig, aber egal, gekommen, einer kommt noch. So, ne, die Maren, einer kommt noch. Und erst danach, er hat ja gefragt, hat ja keinen gesehen, kommt noch was? Ja, danach kam dann auch passend der Wanderer. Wäre jetzt die Maren noch oben gewesen, hätte von ihrer Seite aus noch ein zweiter Anruf kommen müssen, wenn sie was gemacht hätten. Oder sie hätten eben gesagt, Maren kommt noch oder beide kommen noch, wie auch immer. Auf seine Frage unten. Und dann kann man jetzt nicht sagen, dass das irgendwie verwechselt hat, denn auf seine Frage einer, dann kam in der Tat der Wanderer. Und Motiv natürlich, das stützt das. Man fragt sich natürlich, warum. Das stützt es. Hätte als Motiv hätte alleine nicht ausgereicht. Dafür Sie der abgeblitzten Ohrfeige. Möglicherweise, davon gehen wir aus, hatten Sie eher gedacht, ich lasse eine Weile sitzen, man kann ja dann um 7 und 8 Uhr abends noch mal gucken, so, und nicht damit gerechnet vielleicht, dass sie aussteigt schon zwischendurch und als Sie dann abgefahren sind, um vielleicht möglicherweise noch irgendwas weiter zu sagen oder zu finden, und guckt noch mal nach, wie auch immer, da war es schon zu spät. Und wenn man lange jemand über 3 Stunden mindestens hier im Lift sitzen lässt bei der Kälte, dann ist das schon eine Gesundheitsbeschädigung. Und alles Weitere, die Folgen, das müssen Sie sich dann nur fahrlässig, da was kann dann passieren? Vorhersehbar ist das durchaus, dass man dann versucht, runterzuspringen aus 92, so wahnsinnig hoch ist das nicht, wenn man glaubt, dass es Schnee ist. Sie waren's. Und als Bewährungsauflage, 3 Jahre Bewährungszeit, als Auflage selber haben wir Ihnen keine gegeben, weil die gesamten Schadensersatzforderungen werden alle noch auf Sie zukommen. Gegen dieses Urteil gibt es Rechtsmittel der Berufung und der Revision einzulegen, binnen einer Woche ab heute. Ihr Verteidiger wird Sie beraten. Die Verhandlung ist geschlossen.